Hallo, wir sind Federica, Sarah, Susanna und Muriel. Wir sind die AG Expedition vom Julius-Schuster-Gymnasium in Neukirchen-Flüen. Wir besuchen die 9. Klasse und zeigen euch heute, wie ihr unser super intelligentes Frühstück, den Vanilla Canyon to Go, zubereiten könnt. Wir nehmen an dem Projekt teil, weil wir es sehr wichtig finden, auch in unserem Alter schon auf gesunde Ernährung zu achten. Ganz wichtig ist es auch in der Schule, ein gesundes und leckeres Frühstück dabei zu haben. Zum Glück wird an unserer Schule langsam immer mehr auf gesunde Ernährung geachtet. Das möchten wir mit unserer AG-Expedition vorantreiben. Mit Unterstützung von unserer Klassenlehrerin Frau Tukarski, die auch ausgebildete Ernährungsberaterin ist und hier heute unser Projekt unterstützt. So, wir nehmen euch jetzt mit in unseren Lieblings-Bioladen. Für unser Frühstück brauchen wir einmal Walnusskerne, dann Chiasamen, Amaranth-Popcorn, Sojamilch-Vanille und den dazu passenden Soja-Vanille-Joghurt. Jetzt brauchen wir nur noch Äpfel. Welche Sorte sollen wir überhaupt nehmen? Entschuldigung. Ja. Können Sie uns vielleicht eine Sorte empfehlen? Ja, ich kann euch eine ganz tolle Sorte empfehlen, und zwar hier dieser Santana-Apfel. Okay. Schöner, fester, knackiger Apfel, feines Säurespiel, einen sehr eleganten Abgang, gut bekömmlich, besonders für Apfelallergiker. Bitte schön. Dankeschön. Das klingt doch gut. Also wir sind jetzt hier bei mir zu Hause, weil wir leider keine Schulküche haben. Und bei unserem Schichtmüsli Vanilla Canyon bin ich für die Walnussschicht zuständig. Und deshalb habe ich jetzt schon angefangen, die klein zu hacken. Also ich röste jetzt die Walnüsse, damit die ihr Röstaroma entfalten. Und die sorgen halt dann für die bissfeste Schicht in unserem Vanilla Canyon und geben dem Ganzen einen gewissen Kick. Also ich bereite jetzt die Powerschicht von unserem Müsli vor. Dazu nehme ich erstmal Soja-Vanille-Joghurt. Und zwar haben wir uns für Soja-Joghurt entschieden, da das dann auch für Veganer gut ist. Und es gibt ja auch sehr viele Laktose-Intolerante heutzutage. Und davon nehme ich jetzt erstmal 2 Löffel und tue die hier rein. Das Ganze verdünne ich dann mit noch ein bisschen Soja-Vanillemilch. Denn jetzt kommt Chiasamen. Und Chiasamen sind kleine Kraftpakete, die enthalten 12-mal so viel Magnesium wie Brokkoli, 5-mal so viel Kalzium wie Milch. Die senken den Insulinspiegel. Und 2 Löffel Chiasamen enthalten doppelt so viel Omega-3-Fettsäuren wie 200 Gramm Lachs. Jetzt kommt noch Amaranth, das ist auch eine ziemliche Energiebombe. Da sind sehr viele Proteine drin und es zählt offiziell nicht zu den Getreiden, da es kein Getreide ist. Und deswegen ist es auch für Glutenallergiker sehr gut. Davon nehme ich jetzt auch nochmal so 2 Esslöffel. Und vermixe das Ganze gut. Für den guten Geschmack tue ich jetzt noch eine Prise echte Vanille da rein. Wieder gut verrühren. Und ab in den Kühlschrank damit. Ich bereite jetzt die Apfelschicht vor. Dazu schneide ich die Äpfel in so kleine Würfelchen. Die sollten nicht zu groß sein, damit man das auch noch gut essen kann. Und ja, wir haben uns für den Apfel entschieden, weil, wie Frau Kickler schon gesagt hat, das ist halt ein sehr regionales Obst, das passt zu der Jahreszeit. Und Apfel passt halt mega gut zu Zimt und Vanille und das ist dann total lecker. Ja. Und der Äpfel ist halt auch richtig gesund, also der enthält richtig viele Nährstoffe. Und ja. So, ich bin jetzt für die Haferflockenschicht zuständig. Und ich werde einen Porridge machen, den ich dann aber mit Soja-Vanillemilch ankochen werde. Und die Schicht ist halt total gut, weil die so einen hohen Sättigungseffekt hat. Und man dann deshalb nur eine kleine Menge davon essen muss und dann schon satt ist. Das Ganze ist auch noch sehr gesund, weil da halt wichtige Mineralien drin sind und hochwertige Nährstoffe und es stärkt die Muskeln. Und für ein besseres Aroma habe ich da jetzt noch Zimt reingemacht, dass das halt so
noch leckerer schmeckt und das Ganze nicht so langweilig ist. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, und zwar der Befüllung unseres Vanilla Canyon to go. Dazu habe ich hier einfach ein einfaches Weckglas. Das kann man alternativ natürlich auch in eine Tupperdose füllen. Damit es einfacher ist, haben wir hier für die Haferflockenschicht und für die Chiasamenschicht einen Spritzbeutel, aber man kann natürlich auch einen Gefrierbeutel nehmen. Und ja, dann füllen wir das einfach hier rein. Als erstes machen wir eine Haferflockenschicht. Ja. Das drücke ich dann mit einem Löffel nochmal runter. Danach kommt eine Apfelschicht. Als nächstes mache ich jetzt eine Schicht mit dem Chia-Joghurt. Und als letztes kommt dann eine dünne Nussschicht. Die Nüsse haben dann auch ein schönes Aroma in dem Chia-Joghurt. Also das kommt dann nochmal extra gut zur Geltung. Dann fangen wir einfach wieder von vorne an und dann haben wir hier wieder die Haferflockenschicht. So sieht das Ganze dann fertig aus und das der Vanilla Canyon to go.